Snubbull ist ein Pokémon mit dem Typ Fee, existiert seit der zweiten Spielgeneration und vor Veröffentlichung der sechsten Spielgeneration besaß es ausschließlich den Typen Normal, bevor dann ab Generation 6 zum Typ Fee gewechselt ist und bildet dabei die Basisform zu Granbull. Snubbull ist ein kleines zweibeiniges Pokémon, das hauptsächlich rosa gefärbt ist, sowie zumindest im Gesicht einer Bulldogge ähnelt. Die Enden der Ohren sind schwarz und der Kopf des Feen-Pokémon ist verhältnismäßig breit. Auffällig sind die vier Ohren, die zu je einem Paar oberhalb des Kopfes rechts und links wachsen. Durch die Augen bekommt Snubbull einen stets grimmigen Gesichtsausdruck, die Sehorgane selbst bestehen aus weißer Lederhaut und schwarzen Pupillen. Die kleine Nase ist unterhalb der Augen zu erkennen und es besitzt dicke Backen und einen runden Mund, der mit zwei spitzen kurzen Zähnen bestückt ist. Am Hals befindet sich ein dünner hellblauer Kragen mit welligem Rand und augenscheinlich trägt das Pokémon ein Gewand mit ebenfalls welligem Rand. Der Bauch ist mit hellblauem Flecken gemustert und es verfügt über kurze Ärmchen sowie breite, beigefarbene Füße. In seiner Shiny-Form sind die Enden der Ohren dunkelviolett, der Kragen und die Flecken auf dem Bauch hellrosa gefärbt. Die Füße zeigen sich nun in braun und der normalerweise in rosa getauchte Körper ist fliederfarben. Snubbull ist ein nicht besonders robustes und eher langsames Pokémon, kann jedoch kräftig austeilen. Es macht in Kämpfen dabei vor allem Gebrauch von seinem kräftigen Kiefer, den es für Attacken wie Knirscher, Eiszahn oder Donnerzahn ausnutzt. Auch den Rest seines Körpers wirft es Feinden mittels Kopfnuss oder Gegenstoß sowie der Feenattacke Knuddler entgegen. Snubbull macht sich seine gewisse Niedlichkeit mit der Attacke Charme zunutze. Snubbull macht furchterregende Gesichter, um Feinde auf Abstand zu halten. Das schlägt sich in seiner Fähigkeit Bedroher nieder, die andere Pokémon einschüchtert und deren Angriffskraft senkt. Eigentlich hätte es jedoch ein feiges Wesen. Exemplare mit Angsthase gelingt die Flucht vor wilden Pokémon immer, während seltenere Exemplare mit der versteckten Fähigkeit Hasenfuß Angst bekommen, wenn sie von einer Unlicht-, Geister- oder Käferattacke getroffen werden, woraufhin ihre Geschwindigkeit sich erhöht. Snubbull sind in den grasbewachsenen Ebenen, vor allem in der Johto-Region, heimisch. Es hat ein ängstliches und feiges Naturell und um seine Angst zu verbergen, brüllt es seine Feinde jedoch laut an und zieht angsteinflößende Grimassen, wodurch es kleinere Pokémon in die Flucht schlägt. Gelegentlich ist es aber auch traurig und einsam deswegen. Versucht es mit anderen Hunde-Pokémon zu spielen, wird es aufgrund seiner Feigheit häufig gehänselt. Sein Bemühen, trotz seines niedlichen Äußeren bedrohlich zu wirken, bringt ihm die Beliebtheit vieler Menschen ein. Vor allem in der Gegenwart von Frauen, die dem Kontrast seines mürrischen Gesichts und seines kindhaften Charakters etwas abgewinnen können, fühlt es sich wohl. Snubbull wird besonders schnell zahm und gilt als sehr liebevoll und es zeigt seine verspielte Seite in der Gesellschaft von Menschen. Dabei stellt Snubbull den ersten Teil seiner zweistufigen Entwicklungsreihe dar und kann sich zu Granbull weiterentwickeln. Sein Körperbau bleibt dabei annähernd gleich, jedoch nimmt es erwachsenere Proportionen an und prägt zwei große Haue aus. Seine Farbe wird dabei weniger intensiv. In den Spielen der Hauptreihe wird dabei die Entwicklung von Snubbull zu Granbull beim Erreichen von mindestens Level 23 ausgelöst. Mit seinem Typ Normal, den er von Generation 2 bis 5 hatte, ist es immun gegen Geistattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht Normalschaden. Ab Generation 6 verändert sich sein Typ von Normal zu Typ Fee. Dort ist es dann immun gegen Drachenattacken, nimmt halben Schaden gegen Kampf-, Käfer- und Unlichtattacken, doppelten Schaden gegen Gift- und Stahlattacken und der Rest macht normalen Schaden.